Mein Name ist Stefan Schrader, ich bin der Klinikdirektor der Universitätsklinik für Augenheilkunde am Pius Hospital. Wir sind natürlich eine Universitätsaugenklinik und das heißt, wir sind ophthalmologischer Maximalversorger und das bedeutet auch, wir haben nicht einen, sondern viele Schwerpunkte. Müssen wir haben, das ist die Grundvoraussetzung. Aber mich als Hornhautchirurgen interessieren natürlich besonders die Entwicklungen im Bereich der Hornhauttransplantationschirurgie. Die Hornhaut ist ja unser Fenster zur Außenwelt und wenn sich dieses Fenster eintrübt, dann verschlechtert sich das Sehen. Und eine Hornhauttransplantation grundsätzlich bedeutet erstmal den Ersatz dieser trüben Fensterscheibe durch eine klare Spenderhornhaut. Und was man früher gemacht hat, man hat, egal wo der Schaden in der Hornhaut sitzt, hat man immer diese ganze Fensterscheibe ersetzt. Das hat auch gut funktioniert, muss man auch sagen, aber heute sind wir wirklich in der Lage, genau zu schauen, wo in der Hornhaut ist der Schaden. Liegt der ganz vorne in der Hornhaut, dann werden wir auch nur die vordere Lamelle der Hornhaut ersetzen, eine vordere lamelläre Keratoplastik durchführen. Wenn der Schaden ganz hinten liegt, und ganz hinten meine ich zum Beispiel nur im Endothel, also in dieser einzelligen hinteren Schicht der Hornhaut, und das ist ja ein sehr häufiger Grund für eine Eintrübung der Hornhaut, dann führen wir eine sogenannte hintere lamelläre Keratoplastik durch, wo wir wirklich nur diese einzellige Schicht ersetzen können. Und wenn Sie bedenken, die Hornhaut ist insgesamt nur einen halben Millimeter dick, dann ist das schon eine faszinierende Chirurgie. Was man hier sieht, ist erstmal ein vorbereitender Schritt, die sogenannte Präparation der hinteren Lamelle für eine sogenannte DMEK. Das ist eine hintere lamelläre Keratoplastik. Hier entfernen wir die kranke hintere Schicht bei dem Patienten und ersetzen dann selektiv nur diese hintere Zellschicht mit der Membran. Und das abgekürzt nennt man das eine DMEK. Was man sieht, ist die Spenderhornhaut, die eben mit der Rückseite nach oben in diese Präparationsschale gelegt wird und dann wird manuell vorsichtig diese hintere Lamelle abpräpariert. Und das ist auch genau das, was man sieht. Zwischendurch wird sie angefärbt, damit man sie besser unter dem Operationsmikroskop visualisieren kann. Und das sieht man auch, dann sehen Sie, wie Teile dieser Lamelle blau eingefärbt werden. Und wenn man sie ganz abgelöst hat, dann bildet sie eine natürliche Rolle. Und das ist für uns auch ganz wichtig, weil diese Rolle rollt sich immer nur in eine Richtung. Mit dem Epithel, also den Zellen nach außen. Und das ist für mich ganz wichtig nachher im zweiten Schritt bei der Operation, um zu sehen, in welcher Richtung ich diese Lamelle wieder an die Hinterseite der Hornhaut des Patienten anheften muss. Denn die muss mit dem Epithel nach innen angeheftet werden, sonst funktioniert das Ganze nicht. Im zweiten Schritt in der Operation wird dann der vordere Abschnitt des Auges mit Luft gefüllt und dann wird vorsichtig die kranke hintere Schicht abgelöst. Die Hornhaut an sich bleibt völlig intakt, es müssen auch keine Nähte gelegt werden, das ist auch das Charmante an dieser Operation, denn dadurch ist auch der Heilungsprozess viel, viel schneller und die Patienten können viel schneller in der Regel wieder besser sehen. Wenn diese Schicht entfernt wurde, wird dann diese Spenderrolle in das Auge injiziert unter Flüssigkeit und dann ausgerichtet. Das heißt, ganz vorsichtig wird die Schicht in der richtigen Richtung ausgebreitet und dann mit einer Kanüle ein Gas unter dieses Transplantat eingegeben, sodass es durch das Gas nach oben an die Rückseite angedrückt wird. Und der Patient muss danach 24 Stunden auf dem Rücken liegen, damit dieses Transplantat anfängt anzuwachsen und auch anzuarbeiten. Und das funktioniert in der Regel sehr, sehr gut und die Patienten, das ist auch der Vorteil im Vergleich zum Beispiel zu einer durchgreifenden Hornhauttransplantation, haben in der Regel sehr schnell wieder einen guten Sehgewinn nach der Operation.